Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Online-Medizinprodukte-Forums. Wir sind wieder in Bonn. Das Thema des heutigen Tages: Qualitätsdokumentation und Prozessvalidierung. Und wir haben uns gleich zwei Experten dazu ins Haus geholt. Virtuell zugeschaltet ist Herr Christoph Kieselbach. Herr Kieselbach, Sie sind Partner bei Schrack & Partner. Ihre Themenschwerpunkte sind Qualitätsmanagement, technische Dokumentation und Zulassung von Medizinprodukten. Ebenfalls virtuell in der Sendung dabei ist meine Kollegin Ute Akuntius-Jehn und unsere Medizinprodukte-Expertin. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich beide bereit erklärt haben, heute diese beiden Themen zu adressieren. Herr Kieselbach, Sie haben uns einen Vortrag vorbereitet zum Thema Prozessvalidierung, Einbindung ins QM-System. Sie werden auch auf die ISO 13485 im Detail eingehen. Ich möchte Sie ganz herzlich bitten, Ihren Vortrag zu starten. Ganz herzlichen Dank. Fangen wir mit den Begriffen und Definitionen an. Auch wenn es nirgendwo so präzise definiert ist, es gibt verschiedene Arten von Validierung, die man durchführen kann. Man kann Entwicklungsvalidierung durchführen, also Designvalidierung. Man kann Methodenvalidierung machen. Man kann Anwendung von Software validieren als eine Art in Anführungsstrichen der Validierung. Und man kann Prozesse validieren. Und das Letzte ist dann auch der Teil, der heute im Fokus stehen soll, dieser Punkt der Prozessvalidierung. Was liegt dem Ganzen jetzt zugrunde? Ein paar Sachen haben wir schon gesehen, die hier normative, vor allem Grundlagen der Prozessvalidierung sind. Es gibt aber ein Stück weit auch gesetzliche Grundlagen, logischerweise. Und in Europa guckt man da in der Regel als erstes Medizinprodukteverordnung 2017/745, die ja seit Mai letzten Jahres die vorher bestehenden Richtlinien abgelöst hat. Und da ist eben der Punkt, der in Richtung tatsächlich Validierung, dann vor allem von Prozessen auch geht, der, dass die grundlegenden Sicherheitsanforderungen, die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen der Verordnung in HANA-1 eben nicht nur eine sichere und leistungsfähige Auslegung der Produkte fordern, sondern eben auch eine sichere und leistungsfähige Herstellung der Produkte. Das heißt, an vielen Stellen dieser Anforderung ist nicht nur gefordert, die Auslegung muss tatsächlich geeignet sein, um diese Bedingungen zu erfüllen, sondern ich muss eben auch sicherstellen, dass bei der serienmäßigen Herstellung der Produkte diese Eigenschaften dann auch entsprechend übertragen werden, in der Herstellung berücksichtigt sind. Dieser Aspekt der sicheren Herstellung ist auch Teil der Lösung zur Risikominderung nach Anhang 1. Also auch da geht es nicht nur um sicheres Design, sondern eben auch um Sicherheit in den Herstellungsprozessen, sicherzustellen, dass hier die Anforderungen erfüllt sind, dass ich hier tatsächlich Gewissheit gewinne, die Prozesse, die ich hier ausgewählt habe, die stellen nachher konforme, den Anforderungen entsprechende Produkte her. Und das sind natürlich Punkte, für die dann eine solche Prozessvalidierung da ist und wo sie einen Beitrag leistet, diese Anforderungen dann tatsächlich hier dokumentiert zu erfüllen, zeigen zu können. Wir haben hier Prozesse validiert, wir haben sichergestellt, dass hier anforderungsgerechte Produkte nachher rauskommen in festgelegten Grenzen unter festgelegten Bedingungen. Und die Informationen und die Spezifikationen, die dann in diese Validierung eingehen und die Ergebnisse dieser Validierung, die sind dann auch Teil der technischen Dokumentation nach Anhang 2. Da werfen wir nachher noch einen Blick drauf, wenn es dann um die Frage der Dokumentation der Validierung geht und die Frage, was sollte denn in die technische Dokumentation hier rein. Das ist kein ganz einfaches Thema, weil die MDR zwar schon seit 2017 in Kraft ist und rein theoretisch schon sehr lange danach gearbeitet werden könnte, aber eben doch die Zertifikate und die Verfahren hierzu noch nicht so weit verbreitet sind, dass man sagen kann, das hat sich hier jetzt wirklich richtig gut etabliert. Und gerade diese Fragestellung hier, wie viel Information muss denn eigentlich in die technische Dokumentation rein und ist hier notwendig, die ist im Moment gar nicht so einfach zu beantworten. Da gucken wir uns ein paar Sachen an, wie man sich vielleicht orientieren kann in der Hinsicht und wo man vielleicht Hinweise draus ziehen kann.